Das ist Uniprofessor Willi. Er möchte seinen Lieblingsfilm Titanic seinen Kunststudenten zeigen. Willi kopiert die DVD auf seinen Laptop und spielt den Film vor seinen Studenten ab. Jedoch macht sich Willi damit strafbar. Rechtlich gesehen darf er nur 5% des Films zeigen. Das entspricht etwa der Eisberg-Crash-Szene. Euphorisch kauft Willi das Buch zum Film und möchte es seinen Studenten austeilen. Das Urheberrecht erlaubt aber nur maximal 100 Seiten, nicht mehr. Was Willi aber darf, ist das Verbreiten von ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, darunter auch Gedichte und Videos. Vorsicht, nur im Rahmen des Seminars. Auf Lernplattformen wie zum Beispiel StudIP oder EDIS darf Willi sogar das gesamte Werk hochladen. Außer Online-Artikel und YouTube-Videos, denn diese sind Eigentum des Urhebers. Also muss Willi erst nachfragen, bevor er diese hochladen möchte. Gegen das Urheberrecht verstößt die Veröffentlichung von einem größeren, undefinierten Publikum. Jedoch ist die Verbreitung des Films nicht rechtswidrig in einem eingeschränkten Rahmen.